Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht's hier weiter. Wir haben aktuell hier so eine kleine Schar schon mal vorbereitet. Und ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich unsere große Armee? Die ist hier. Wir wollten aber erstmal schauen mit so einer kleinen Armee, dass wir hier erstmal rübergehen und schauen. Ist das wirklich unsere ganze Armee? 30... 60 Stück. Ja, okay, das lasse ich mir einreden, dass das unsere Armee ist. Wir schauen jetzt aber hier erstmal rüber, wo sich hier die Wichser, die Roten, noch versteckt haben. Die müssen ja eigentlich irgendwo hier drüben sein. Ja, offenbar sind sie es wirklich. Wir erkunden jetzt hier erstmal mit denen so ein bisschen. Vielleicht könnten wir könnten auch hier so eine Mini-Base bauen. Im Sinne nur, dass wir mal ein paar Einheiten hier produzieren können. Wer weiß, vielleicht zerstören wir die ja jetzt auch instant. Könnte durchaus möglich sein. Aber ich würde sagen, so ein, zwei Stein. Wovon haben wir denn mehr als genug? Hier, Holz. Namen? Holz brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr. Hier kann ruhig mal einer hergehen und dann hier eine Kaserne und sowas bauen. So, auf dem Weg sollte sich ja jetzt nichts mehr Feindliches befinden. Und mit etwas Glück ist das unsere letzte... Und hier sind noch Steine. Geil. Mit etwas Glück ist das hier die letzte gegnerische Einheit, die gerade zerstört wurde. Wir haben zwei Einheiten, unsere zwei Fußsoldaten... Nee, wir haben zwei Einheiten einfach verloren. Hier ist also offenbar Ende Gelände. Das heißt, die müssen hier alle irgendwo hier unten sein. Und wir wissen ja, hier unten ist blau, also dunkelblau. Wo sind denn die Roten jetzt noch? Die müssen sich ja hier irgendwo noch versteckt haben. Ich decke mal langsam so ein bisschen auf. Oh, hier ist dunkelblau. Achso, hier ist so ein Typ, der verwirrt mich gerade so ein bisschen auf der Minimap. Hier, das ist noch das eine rote Zelt, aber das ist ja schätzumative jetzt nichts Tragisches. Wenn der da noch, wenn das Zelt da noch steht. So haben wir dann nur noch ein bisschen einen geringeren Weg. Was wir eigentlich auch mal machen können, einfach aus Sicherheitsgründen, nicht, dass dann auf einmal Schiffe und so kommen und uns ficken wollen. Wir bauen hier den ein oder anderen Turm noch. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich gerade so ein bisschen Schiss habe, dass... Oh! Oh. Ich glaube, wir sind fündig geworden. Wir kundschaften mal ein bisschen hier rein. Wir werden dabei die Truppen hier wahrscheinlich verlieren. Aber es macht ja nichts. Okay. Okay, nee, das bringt nichts. Wir kommen da nämlich nicht rein. Vielleicht gibt es hier einen anderen Eingang, der nicht so bewacht ist. Wir gucken mal, ob hier unten irgendwas ist. Weil jetzt wissen wir zumindest, wo hier ein Lager von denen ist. Diese Stadt hier ist gar nicht so groß. Oder das hier ist der nördliche Zipf, weil hier haben wir schon erkundet. Das heißt, das kann nicht so riesig sein. Wachturm gebaut, ja, ja. Moment, du bleibst mal ganz kurz hier. Ihr macht's hier weiter. Du baust hier mal so eine große Burg. Wir können sie uns ja leisten. Und das gibt uns dann einigermaßen vernünftigen Rückzugsort. Außerdem baust du mir bitte hier noch einen Stall und sowas. Ich hoffe, die baut das jetzt tatsächlich alles und macht nicht eins und dann sagt, ja, ich habe jetzt Feierabend. Steintypen haben wir, Gold kriegen wir passiv durch das Relikt. Also ich glaube, uns kann jetzt nicht mehr großartig viel passieren. Und das hier scheint tatsächlich... Oh Moment, kommen wir hier durch?
Nee, kommen wir nicht. Fuck. Kommen wir nicht. Schade. Aber okay, wir wissen jetzt, hier ist die, sind die letzten von denen, die wahrscheinlich hier auch nicht ausbüchsen können, vernünftig. Hopp. Für die Kriegsanstrengungen. Ja, ja, danke. Ganz viel Gold können wir mal brauchen. Okay, hier ist ein kleiner See, wie es ausschaut. Oder ein Fluss, der vom... Ich schätze mal, das wird jetzt hier das Meer sein, rüberkommt. Dann schauen wir mal, wie groß hier diese Stadt ist. Alter, wir haben 10.000 Nahrung. Leck mich am Arsch. Okay, also so groß kann das hier gar nicht sein. Ich nehme hier mal den absoluten Großteil meiner Einheiten und befördere die hier hin. So, du baust jetzt hier die Burg weiter. Wir haben ja hier nichts im Sinne von einer Schmiede. Haben wir eigentlich inzwischen alle Upgrades gemacht, die wir machen können? Mönche können bekehren, ja, Mönche schaffen. Aber doch, hier so ein Kloster können wir dorthin. Kloster können wir bauen. Amron? Machen wir auch. Nämlich Kloster bauen. Gut, ich will nur wissen, wie groß hier die Stadt ist, weil die... Okay, ich glaube, das hier ist tatsächlich der nördlichste Punkt, weil... Leo. Hier ist nicht mehr wirklich was. Ist aber auch gut zu wissen dann, wie groß das hier ist. Also offenbar sind wir wirklich schon relativ nah am Sieg. Am Endsieg! Ja, okay. Oder das ist nur so ein winziges Dorf. Hä? Das kann ja nicht alles sein, oder? Ich schick mal ein paar hier hin. Ein paar dahin. Ein paar hier unten hin. Hä? Keine Ahnung, wo die jetzt hingehen. Okay, die gehen alle mal... Ich schaue einfach mal, wo die sich dann so langhanteln. So, unsere Armee hier ist offenbar... So, ihr macht hier mal das platt, weil ihr sonst mich wahrscheinlich die ganze Zeit ärgert. Nam, Nam. So, wir schaffen einen Mönch, das können wir natürlich nicht aktuell. Hä? Jetzt kommen die wieder zurück? What the fuck? Okay, hier unten kommen wir außerhalb von mit Booten gar nicht hin. Okay. Tja. Das ist ja jetzt interessant. Oder können wir... Wir können nicht sowas wie eine Brücke bauen, oder? So, du wirst hier jetzt erstmal... keine Ahnung, was kannst du machen? Du kannst auch ein bisschen Holz schlagen. Hier Holzfällerlager und dann hier ein bisschen Holz abbauen. Weil, why not? Was solltest du sonst tun? So, dann machen wir hier das eine mal platt, dann machen wir das andere platt. Wir haben hier einige Schiffe, mit denen können wir dann hier unten so ein bisschen was machen, eventuell. Wir können auch nicht noch ein Zeitalter aufsteigen. Wir können Stadtwache entwickeln, aber es bringt mir jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel. Hm. Oh, hier der Turm wurde nie fertig gebaut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal... Das hier platt. Oh, Moment, Moment. Bevor wir hier irgendwas machen, hier können wir auch Einheiten erschaffen. Getötete Mönchen bringen Kosten zurück. Okay. Mit Sprengstoff bewaffnete Infanterieeinheiten. Okay, müssen kurz mal hier so ein paar von den Bogenschützen und Schwertkämpfern sterben. Weil wir brauchen hier relativ dringend das hier. Weil das hört sich sehr interessant und sehr gut an. Sehr schön.
Das heißt, die sprengen dann das. Das gab's ja auch in Age of Empires 3 in dem, war das The War Chiefs? Ja, es muss The War Chiefs gewesen sein, weil es war definitiv nicht Asian Dynasties. Also in dem War Chiefs DLC gab's das definitiv auch. Huh. Mönch, sehr gut. So, dann würde ich sagen, schicken wir die gleich vor. Und? Mustad, Safal, Amrub, Hassan. Was? Naam. Naam. Mustad, Amrub, Hassan. Ja, machen wir hier ein kleines Loch rein. Das ist ja voll stark. Eine Einheit, die instant Sachen zerstören kann. Quasi ein super Predator für Dinge. Okay, dadurch, dass wir auch drei von denen jetzt haben, würde ich sagen, schicken wir die doch mal dann da runter mit unseren Einheiten und machen hier mal ein bisschen was platt. Hier so einen für den Turm und einen für den Hafen. Ich zerstöre jetzt sicherheitshalber mal hier alles. Nicht, dass am Ende das noch als irgendwas zählt. So da. Amrok. Genau. Mustad, Safal, Naam. Ahlan. Naam. Naam, Hassan. Bisschen aufteilen. Die hier machen das schön platt, das ist gut. Eigentlich müsste es langsam da stehen, dritte gegnerische, also zweite gegnerische, also zwei von drei gegnerische Armeen zerstört. Oder? Weil hier steht ja jetzt nun nichts mehr von denen. Hm. Amrok. Und hier unten war ja auch nichts. Keine Ahnung. Na, egal. Hassanen, wir gehen jetzt erstmal mit denen hier rein. Naam. Safal. Naam. Hassanen. Amrok. Naam. Safal. Mustad. Naam. Hassan. Ahlan. Safal. Sahih. أمرك سأفعل مستعد حسن نعم مستعد نعم أمرك سأفعل أوه نعم حسن sehr gut أوه مستعد هجوم Es sind Transportschiffe, okay. Hä? Wo sind die? Achso, das waren die Steintypen. Ja, okay, Stein brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Okay. Tja. Okay, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch eine Flotte, die sich mit denen hier beschäftigen kann. Und wird demnächst. Das hier ist... Oh. Ja, Ja, okay, Hafen ist zerstört, weg hier. Schnell ins Landesinnere. Jetzt können wir mit unseren... So. Jetzt können wir mal ein bisschen Marinekampf hier betreiben. Der ist nämlich immer noch aktiv. Ach so, der wurde bekehrt. Ah, das ist ja geil. Der Wachturm wurde bekehrt. Naam, Naam.
Ah, jetzt schießt der Wachturm nämlich hier auf die Dinger. Das ist ja cool. Ja, hier das eine Haus brauchen wir jetzt nicht zerstören, nehme ich mal stark an. Hier den Außenposten werde ich mal sicherheitshalber zerstören lassen. Nicht, dass das... So. Folgen wir den Scheißschiffen hier. Okay. Gut. Hier die beiden schicken wir nochmal kurz als Verstärkung hier hin. Ja komm, die können jetzt hier erstmal so ein bisschen Havoc machen. Warum nicht? Aktuell haben sie eh nicht viel mehr zu tun, weil ich muss jetzt hier mal ein paar Transportschiffe bauen. Meint, das ist gar nicht mein Hafen. Das hier ist mein Hafen. Transportschiff 1, 2, 3... Ich mach mal 4 Stück. Alright. Dann schauen wir mal. Hier muss ja eigentlich irgendwo noch was sein, hier links. Weil, klar, die kommen ja irgendwo her und hier sind noch 2 von 3 Armeen noch gar nicht ganz zerstört. Also muss es hier irgendwas geben. Hä? Ah, das schaut doch interessant aus. Nur nicht in Reichweite des Außenpostens. Okay, die Schiffe, die hier kleinen Schiffe, können nichts anrichten an und für sich. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Es gibt hier auch keine Verbesserung, die uns irgendwie ermöglicht. Macht Schiffe widerstandsfähiger gegen Beschuss. Ja, okay, das ist okay. Sicherheitshalber gehen wir mal ein bisschen auf Abstand. Nicht, dass hier Bogenschützen oder die Außenposten hier irgendwas machen. Oder Wachtürme. Halt, in Age of Empires hießen sie Außenposten. Namen? Gut, dann würde ich sagen, positionieren wir unsere Truppen mal hier für eine Überfahrt. Für eine baldige. Dann können wir auch hier vielleicht so ein paar Mamelukenreiter machen. Muss halt. Und so ein paar von diesen Explosivtypen. Oh. Wir sollten vielleicht das gegnerische Schiff ausschalten. So, 4 von den Dingern. Kommen wir jetzt erstmal hier lang. Wir können auch hier die eine Typin. Die alle drei hier auch runterschicken. Beziehungsweise könnte ich eigentlich voll... Oh. Wollte ich ja sagen, voll smart sein, aber die kann ja hier einfach noch ein Dorfzentrum bauen. Kann hier einfach mal ganz kurz ein Dorfzentrum bauen. Wo ist es denn? Hier. Hier ganz kurz ein Dorfzentrum bauen. Hier ein, zwei Siedler bauen. Alter, ich... Wie wär's, wenn ihr mal intelligent seid, scheiß Bote? Alter, das dauert ja echt ewig. Hier der Hafen mit Booten zu töten, ist echt ein langwieriger Prozess. Ein sehr beschissen langwieriger Prozess. Sind die eigentlich stark? 8 Angriff? Nicht wirklich. Die sind so okay, sage ich jetzt mal. Das Geile ist, die haben eine Reichweite von 6. Und deren Außenposten haben eine Reichweite von 10. Hm. Okay, aber wir wissen jetzt immerhin, wo sie sind. Ich kann mal ganz kurz einen hier hochschicken und schauen, ob es hier eventuell sicher ist zu landen. Okay, da ist ein Transportschiff. Alter, hier ist noch ein Hafen. Das ist ja echt scheiße. Das ist ja echt Arsch.
Okay, haben wir hier mal die Küste so erkundet. Schauen wir mal, ob hier unten noch irgendwie was Geiles ist. Der Hafen produziert doch aktuell, glaube ich, nur die kleinen Boote, die aber eh niemanden irgendwie schaden. Ich frage mich, ob hier unten auch noch was ist. Werden wir mit dem einen Schiff jetzt mal kurz ein bisschen erkunden. Zählt es eigentlich? Ah, das zählt auch als Bevölkerungslimit. Ja, das ist halt scheiße. Okay, hier sind einige von den Typen. Aber wir können die hier unten ja mit den Schiffen töten. Hoffe ich mal. Wobei hier oben übersetzen wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Für die Kriegsanstrengungen. Schauen wir mal nur kurz, ob hier unten noch was ist. Okay, weiter geht's. Hier oben überzusetzen ist, glaube ich, echt nicht so dumm. Deswegen bringen wir unsere Einheiten mal hier hoch. Nam? Nam. Vietnam. Genau. Hier wird noch bitte mal ein weiterer Dorfbewohner produziert, wobei wir einen von den Feldarbeitern hier platt machen. Oder noch einen von den Holzarbeitern, aber wir... Ach scheiße, ich will doch hier endlich nur das platt machen. Alright. Amron? Genau, hier sind jetzt zwei Dorfbewohner, das ist gut. Das ist gut. Dann können wir die hier schon mal in ein Boot laden. Und dann... Sobald der Hafen zerstört ist, werde ich die hier hochschicken. Alle, die hier in der Nähe sind, mit den Booten töten. Und dann wird's abgehen. Komm, Alter, es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Alter, mit einer ganzen Salve machen die irgendwie... Jeder macht nur einen Damage auf den Hafen, jedes meiner Boote. Wolltest du mich verarschen? Okay, du stirbe. Nein, du stirbst jetzt. Du machst es hier nicht die kleinen Boote. Seid nicht disobedient. Die gehorchen mir nicht mehr. Die gehorchen mir einfach nicht mehr. Alter, okay. 10 Sekunden braucht das noch. Alter, die 2000 Lebenspunkte von denen sind ja echt hurenmäßig. Ich muss da unbedingt schauen, dass ich die relativ schnell zerstöre hier. Das sind ja ur die Hurenkinder. So, 7, 3, 2, 1, Ende. Ja, wie wäre es, wenn ihr mal in die Richtung direkt fahrt und nicht irgendwie hin und her? Ja, schau mal an, was die machen. Die gehen in Formationen, anstatt mal schnell dorthin zu schwimmen, wo ich sie hinhaben möchte. Nam, Hujum. Ja. Ist gut. Transportschiff. Eins geladen. Dann hier laden wir gleich das zweite. Okay. Ah doch. Nee. Und hier ist es mit den Dorfbewohnern. Da müssen wir aber erstmal hier... So, wir müssen jetzt hier erstmal so ein bisschen Safe Base machen. So. Ausladen alle bitte hier. Um.
Okay, braucht gar nicht so viele von den... von denen hier. So, und die Dorfbewohner... wo ist das Schiff mit den Dorfbewohnern? Da. Okay. Ihr secured das jetzt hier mal. Nein, 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 hier ist so eine Burg. Hier ist so eine fucking Burg. Okay, ihr bleibt alle hier in Defensivhaltung. Alle Defensivhaltung und hier ganz oben bleiben. Ganz oben bleiben, nicht irgendwas angreifen. Wir müssen hier schnell schauen, dass wir selber eine Burg errichten, für, damit wir diese geilen Wichser produzieren können. Damit wir die produzieren... Mach das! Nein, ihr sollt... Alter. Ihr seid so dumm! Wie kann man so dumm sein? Okay. So. Ihr hier... Nein, ach Gott. Ihr geht's auch auf das Schiff. Okay. Naam, al-hujum. Sa'af'al. Naam. Gut. Alright. Wir haben ein paar Truppen verloren, dann würde ich sagen, baue ich hier auch gleich ein paar von den stärkeren Einheiten, und zwar Ritter. Baue mal ein paar. Und die gehen dann mit denen hier runter. Wir brauchen gerade nicht so viele Transportschiffe, glaube ich, hoffe ich, schätze ich. Alle bis auf zwei von den Booten sind verloren. Es werden mehr werden, die verloren gegangen sein werden. Oh, hier ist noch eins. Oh, das ist gut. Dann würde ich mal sagen... bauen wir hier ein paar von denen und dann zerstören wir deren Burg. Wir sind definitiv in einem höheren Zeitalter als die. Ich glaube, wir könnten die Blauen jetzt relativ bald zerstören. Was mit den Roten ist, ob wo sich die noch verstecken, I don't know. Vielleicht werde ich speichern, Spiel aufgeben und dann schauen, wo die Roten sind, weil die verstecken... Also entweder die verstecken sich hinter den Blauen oder die sind wirklich irgendwo am Arsch. Amrok, Naam. So. Naam, Mossad. Ein, zwei von denen noch. Genau, die Götter kommen jetzt hier rüber. Okay. Ende der Produktion der Ritter. Die kommen hier rüber. Hier müssen wir dann natürlich gleich, sobald wir die Burg zerstört haben, noch einen Stall und alles bauen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Oder zumindest eine Kaserne können wir, glaube ich, jetzt schon bauen hier. Das ist alles, was wir erübrigen können. So. Und jetzt machen wir so Zweierteams und gehen zur Burg mit denen. Oh shit, okay, oder wir machen keine Zweierteams, weil die offenbar so ein bisschen immun gegen Zweierteams sind. Wir brauchen ein paar mehr von denen. Was ist denn das für einer? Achso, das ist der eine, der hier noch rausgekommen ist. Okay, den brauchen wir nicht. Okay, also hier die Burg scheint richtig geil zu sein. Wir brauchen hier ein paar mehr von denen. Die sind Gott sei Dank scheiß billig. Wir brauchen ein paar mehr von denen, um hier... Wobei, wir sollten mit allen, inklusive den Typen, die Burg angreifen. Ich glaube, dann haben wir die besten Chancen. Wir können ja auch hier schon derweil noch einen Stall bauen.
Oh. Ah, das mache ich noch nicht. Mossad. Angriff auf die Burg. Mit allen. Und sobald die damit beschäftigt sind, mit denen, gehen die hier aus der Hinterhand. So, ihr baut hier ganz schnell einen Stall. Okay, wir verlieren fast alle unsere Einheiten, was ich gerade irgendwie nicht so toll finde. Wir müssen ein bisschen defensiver gerade mal kurz sein. Ja. Ich weiß echt nicht, wie man das hier besser machen könnte. Wir müssen uns wieder quasi von vorne aufbauen, weil diese Scheißburg hier genau in unserem Weg ist. Ich meine, wir könnten sie wahrscheinlich ignorieren, aber dann zählt das nicht, als dass die ganze Armee des Feindes ausgeschalten ist. Sobald wir wieder so 50 Einheiten haben, okay, das ist jetzt natürlich arschig. Können die die ablenken? Das ist ja echt schwul, dass die... Wir müssen nur einmal die Burg zerstören. Sobald wir einmal die Burg zerstört haben, bin ich mir relativ sicher... Müssen die nur einmal so ein bisschen weglocken. Ne, die einmal so ein bisschen weglocken und ich ein bisschen Zeit dadurch gewinne, ist schon geil. Gleich werden wir wieder genug Einheiten haben. Sobald wir genug Einheiten haben, ist die Burg Geschichte. Ja, hier die produzieren auch ein bisschen mehr, bitte.
So, jetzt können wir die wieder in deren Gewässer schicken. Falls die wieder Probleme machen, dass wir gleich anrücken können. Nam, Hujum! Sehr gut. Mustad Hassanan. Amron. Nam. Sahih. Gut. Und ich würde sagen, das sind genug Einheiten wieder, damit wir wieder einen Vorstoß auf die Burg wagen können. Alles klar. Let's go. Einfach sofort alles auf die fucking Burg. Alter, die ist wieder repariert. Okay, die Burg muss jetzt fallen. Now or never. Die Burg muss fallen. Ich speichere an dieser Stelle mal ganz kurz, weil ich bin mir relativ sicher, dass... Alter, wie soll man das denn schaffen, wenn die hier selber eine Burg haben? Gott. Das hier ist echt so hart, diese Mission. Ich... Nee, wir kriegen die Burg so nicht down. Und die ist zu weit landinnerst, dass wir mit denen hier platt machen können. Nee. Spielladen. Ja, wie wär's mit dem Autosave von vor ein paar Minuten, der wahrscheinlich mich noch nicht tot sieht? Ich glaube, wir gehen einfach um die Burg außenrum erstmal. Wir gehen um die Burg außenrum, rechtsrum. Und sobald wir die Burg erleben. Sobald wir die Burg. Alter, ich weiß halt echt nicht, wie wir das hier am besten machen können. Ja, hier, die schicken wir wieder hier hoch. Alter, ich weiß halt echt nicht, wie wir das hier gewinnen sollen. Die sind so unfassbar stark. Und wir haben keine Belagerungseinheiten. Hätten wir Belagerungseinheiten, würde ich ja sagen, okay, kriegen wir irgendwie hin. Aber dadurch, dass nicht einmal die hier... Ich meine, wir können noch ein Kloster bauen. Und da vielleicht den einen oder anderen Mönch rauszimmern. Wir gehen jetzt einfach einmal links rum, um die herum und... Aber das muss bis zum nächsten Part warten. Ich dachte echt, wir können dieses Mal alle platt machen, aber... Leck mich am Arsch, ist diese Mission unfassbar krass. Also das ist bisher echt die
langwierigste Mission, von was man alles tun muss und so weiter. Also, ich habe halt echt schon sehr oft, nach so ziemlich jeder Aufnahme, denke ich mir, ich sollte das Spiel echt beenden. Aber noch gebe ich nicht auf, noch hat es mich nicht ganz gebrochen. Es war ein, zweimal sehr kurz davor, aber ich habe wirklich... Das Problem ist, was ich in dem Spiel sehr geil fände, ist, dass man so eine Zeitachse hat, in der man vor- und zurück, also zurückspulen kann an einem bestimmten Punkt, dass man quasi mehr oder weniger alle 5 Sekunden ein Autosave hat, und jeden dieser Autosaves kann man accessen. Was mit heutigen technologischen Mitteln echt nicht schwierig sein würde. Aber ja, manche spielen das ja angeblich aus Nostalgie. Was ich halt nicht verstehen kann, weil ich das Spiel halt nie gespielt habe, weil ich dafür ein bisschen jung bin. Das Spiel ist ja von 1999. Und da war ich gerade erst 3. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich hier die Blauen platt machen, indem wir einmal um die Burg alles rum zerstören und die Burg uns dafür dann aufheben, dass wirklich, wenn alles andere schon down ist, wir dann mit vereinten Kräften dort uns nur auf die Burg konzentrieren können, weil dann haben wir vielleicht wirklich eine Chance. Bis zum nächsten Mal sage ich jetzt aber erstmal Tschüss, Leute.